85,11. Hallo und herzlich willkommen im wunderschönen Frühling von Radio Classroom 85,11. Am Anfang wird uns Kathi über den Wettbewerb Känguru der Mathematik berichten. Heuer nahmen die ersten und zweiten Klassen am Känguru der Mathematik teil. Das ist ein Wettbewerb, bei dem die Schülerinnen und Schüler mathematische Beispiele lösen müssen. Die Themen sind dabei sehr unterschiedlich. Auch unsere Lehrer wissen nicht, welche Beispiele gestellt werden. Am besten abgeschnitten hat heuer Tobias Pflanzl aus der 2a mit hervorragenden 85 Punkten. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, feiern wir heuer 50 Jahre Schule in St. Stephan. Dazu hat Lena ein Interview mit unserer Lehrerin Frau Ortner geführt. Viel Spaß! Hallo Frau Ortner, willkommen. Hallo. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ein Interview zu führen. Heute geht es um das Thema die 50-Jahr-Feier. Wann wird die 50-Jahr-Feier stattfinden? Am 22. Juni 2018 werden wir feiern und zwar ab 16 Uhr. Von wem wird das alles organisiert? Organisiert wird es von den Lehrerinnen und Lehrern sowie unseren Schülerinnen und Schülern. Was wird uns alles erwarten? Euch erwartet eine Menge, natürlich viel Spiel und Spaß, ein Flohmarkt mit alten Schulgegenständen, ein großer Festakt ab 18 Uhr, bei dem der Chor singt und auch die Schüler verschiedene Beiträge bringen. Wird es eine große Feier? Das ist eine gute Frage. Wir hoffen, dass wir viele Gäste erwarten dürfen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch und ich schalte zurück zu Edi. Danke. Weiter geht's mit Sarah, die uns von der Ostermesse erzählt. Am 22.03. gingen wir alle zusammen hinauf in die Kirche. In der Kirche sangen wir Lieder, beteten und feierten gemeinsam mit Dächern Friedrich Tristenjak Ostern. Der Chor war auch mit voller Begeisterung dabei und wir sangen zusammen wundervolle Lieder. Danach hatten wir noch Unterricht und verabschiedeten uns anschließend in die wohlverdienten Ferien. Danke Lena. Jetzt folgt Clara, die auf das Theater in St. Stephan zurückblickt. Rückblick Theater in St. Stephan. Das Theater in St. Stephan handelte von der sogenannten Pension Scheller und war restlos ausverkauft. Die Veranstalter des Theaters legten sogar eine Zusatzshow ein, da so viele Leute keine Eintrittskarten mehr bekommen hatten. Auch für die Schauspieler war dies sehr anstrengend, da sie jeden Tag proben und üben mussten. Trotz der vielen Anstrengungen und Aufregung ist das Theater ein tolles und vor allem lustiges Stück gewesen. Zum Schluss, wie immer, die Termine von Jasmin und Sabine. Ab dem 23.04. findet das English Camp der 4. Klassen statt. Am 26.04. ist der Girls' Day für die 3. Klassen. Am 29.04. ist der Saisonauftakt zum Genussschächern. Ebenfalls am 29.04. findet die Erstkommunion statt. Am 30.04. ist schulautonom frei. Am 1. Mai ist Staatsfeiertag und Tag der Arbeit. Am 5. Mai ist die Firma in St. Stephan mit Bischof Wilhelm Krautwaschel. Der Veranstaltungstipp des Monats. Am 13. Mai ist die Muttertagsmesse mit unserem Schulchor. Und am 14. Mai sind wieder mal weg. Da fahren nämlich die 3. Klassen auf Salzburg-Woche. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Der Frühling ist endlich da und viele Klassen fahren in den nächsten Wochen auf Projektwoche. Doch auch die Schule schreitet voran. Viele Tests und Schularbeiten stehen noch an. Dazu ist das ein oder andere Projekt. Wir wünschen euch, liebe Schulkollegen, dafür viel Erfolg. Im Mai hören wir uns dann wieder. Bis dann, euer Radio Classroom 85,11. Radio Classroom 85,11. NMS Magstein.